Grüß Gott, liebe Freunde von Medjugorje Deutschland. Hier wieder eine kleine Betrachtung der Botschaft der Mutter Gottes im Lichte der Heiligen Schrift. Denn Maria tut ja nichts anderes, als uns an das Wort ihres Sohnes zu erinnern. Und deswegen ist es immer schön zu schauen, wie die Botschaft der Gospa vom 25. des Monats ganz eins ist mit dem Wort Gottes. Diesmal die Auslegung von der Botschaft vom 25. April 2022. Die Gospa sagt uns: Liebe Kinder, ich sehe euch an und sehe, dass ihr verloren seid. Deshalb rufe ich euch alle auf: Kehrt zu Gott zurück, kehrt zum Gebet zurück, und der Heilige Geist wird euch mit seiner Liebe erfüllen, die dem Herzen Freude gibt. Die Hoffnung wird in euch wachsen, auch auf eine bessere Zukunft, und ihr werdet zu frohen Zeugen der Barmherzigkeit Gottes in und um euch herum. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Mutter Gottes gibt uns eine wunderschöne Botschaft mit einem erstaunlichen Wort am Anfang, einem Wort, das uns aufrütteln sollte. Ich sehe euch an, das ist wunderschön zu wissen, die Mutter schaut in jeder Sekunde auf jeden Einzelnen von uns, und ich sehe, dass ihr verloren seid. Im ersten Moment, muss ich zugeben, war ich ganz gewillt, dieses Wort von mir wegzuweisen, so Motto, ja, die Welt ist verloren. Die Welt zerfällt offensichtlich in Krieg und Korruption und Lügengeschäften und so weiter. Und ja, die Welt ist verloren. Aber die Mutter Gottes sagt, ich sehe, dass ihr verloren seid. Ich war erinnert an die Stelle im Evangelium, wo Jesus zu den Juden sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und die Juden antworten im Johannesevangelium im 8. Kapitel, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Also meine Reaktionsversuchung mal zu sagen, ja, liebe Mutter Gottes, ich gehöre dir doch, ich bin doch ein Christenkind, ich gehe doch jeden Tag in die Heilige Messe und regelmäßig beichten, warum soll ich verloren sein? Das Geheimnis der Heiligen Schrift offenbart uns, dass derjenige Mensch, der wirklich der Heiligkeit Gottes begegnet, als allererstes realisiert, im Anbetracht der Heiligkeit Gottes, dass er tatsächlich verloren ist, weil er selbst nicht heilig ist. Ganz wunderschön wird das ins Bild gefasst oder vermittelt in der Erfahrung des heiligen Propheten Jesaja. Im sechsten Kapitel von Jesaja hat Jesaja, der schon ein heiligmäßiger Mann ist, eine Vision Gottes im Tempel, in der er Gott auf dem Thron sitzen sieht und Seraphim um ihn herum, die ihm dienen und ihm zurufen: Heilig, heilig, heilig. Und was ist die Reaktion des Propheten Jesaja? Als er das sah, ruft er aus: Weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, der Herrn der Herrscharen, gesehen. Es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn wir erkennen dürfen, dass wir ohne die Gnade Gottes, ohne die Barmherzigkeit Gottes, rettungslos verloren wären, denn vor der Gerechtigkeit Gottes und der Heiligkeit Gottes kann keiner von uns bestehen. Das Tor zum Leben für uns liegt in der Barmherzigkeit Gottes. Und dieses Tor zu finden, diese Erfahrung zu machen, will die Mutter Gottes uns schenken. Sie ist die Wegweiserin zu ihrem Sohn, in dem allein unsere Rettung liegt. Und deswegen sagt sie: Kinder, ihr seid euch dessen vielleicht nicht bewusst, aber ich sehe es, dass ihr verloren seid. Und deshalb rufe ich euch auf: Kehrt zu Gott zurück. Kehrt zum Gebet zurück. Kehrt zum Gott zurück. Hier offenbart sich die Mutter Gottes als wahre Tochter ihres Volkes, die die Schriften Israels internalisiert hat, bis zu dem Punkt, da sie in ihr Fleisch geworden sind. Das ganze Alte Testament ist ein Aufruf an den Menschen, zu Gott zurückzukehren. Zunächst
zu diesem Volk, das er sich erwählt hat, das stellvertretend für die ganze Menschheit Gott kennen darf und diesen Weg der Umkehr gehen darf, zurück zu Gott, aber immer wieder daran scheitert, weil es nicht die nötige Gnade hat, noch nicht. Und dann wird Jesus Mensch und schenkt uns durch sein Sterben und Auferstehen die Gnade der Umkehr. Die Apostelgeschichte sagt das wunderschön im 5. Kapitel, Vers 28, dass Gott Jesus Christus zu seiner Rechten erhoben hat und zu unserem Retter gemacht hat, um uns Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Also das, was in Medjugorje so im Herzen der Botschaft der Mutter Gottes steht, nämlich die Umkehr, ja, das ist ja das, wozu sie uns seit 1981 ruft, kehr zurück zu meinem Sohn, kehr zurück zu meinem Sohn, empfang sein Geschenk der Sündenvergebung. Das ist ein Geschenk der Gnade. Und dieses Geschenk bietet uns die Mutter Gottes auf intensivierte Weise an. Wir brauchen nichts anderes tun, als unsere Hand auszustrecken und sagen, Mutter Gottes, bring mich zurück zu Jesus. Oder wie Petrus, der auf dem Wasser läuft und merkt, die Wellen fangen an, der Wind ist zu stark, zu rufen, Herr, rette mich, und der Herr wird mich an die Hand nehmen und mich den Weg zu ihm zurückführen. Und wie macht man das? Das lernen wir auch schon seit 40 Jahren. Kehr zurück zum Gebet. Wir alle, die wir hier draußen in der Welt leben, sind ständig in Gefahr, etwas anderes ins Zentrum unseres Lebens zu setzen als Gott selbst. Und wir verkennen, dass alles, was im Zentrum unseres Lebens steht und nicht Gott ist, ein Götze ist. Und ein Götze führt notgedrungen in den Tod und in die Verlorenheit. Deswegen heißt es in der Beschreibung über den Zustand des Menschen nach dem Sündenfall im Buch Jesaja Kapitel 53, Vers 6, wir alle hatten uns verirrt wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Also weil wir alle verloren waren, weil wir uns alle verwirrt hatten, legt der Herr unsere Schuld auf den obersten Hirten, Jesus Christus. Und weil er schon für uns gestorben ist, weil unsere Sünden schon vergeben sind, ist jetzt der Weg der Rückkehr zum Vater frei. Im gleichen Sinne spricht Jesus durch den Propheten Jesaja zu uns. Entschuldigung, Jeremia im 23. Kapitel, Vers 4, da heißt es als Prophetie für die Zeit der Kirche, ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen. Da haben wir es wieder, dieses Verloren gehen. Der Herr hat uns versprochen, uns Hirten zu schenken, und diese Hirten sind die Priester, unter deren Führung wir den Weg zum Herrn zurückfinden dürfen und unter deren Dienst uns Jesus Christus gegenwärtig zu setzen, der für uns greifbar wird im sakramentalen Dienst der Priester, ist uns Rettung geschenkt. Und deswegen lädt die Mutter Gottes uns hier in Medjugorje auch immer wieder ein, dass wir einen Großteil unserer Gebete aufopfern für die Hirten, damit die Hirten geheiligt werden und uns wirklich auch im Geist des Evangeliums führen. Das wird von Tag zu Tag sozusagen dringender und wichtiger und evidenter, dass wir viel für unsere Hirten beten, denn ohne gute Hirten sind wir tatsächlich verloren. So, kehr zurück zu Gott, kehr zurück zum Gebet. Und was geschieht dann? Und der Heilige Geist wird euch mit seiner Liebe erfüllen, die dem Herzen Freude gibt. Das ist direkt Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Die ersten drei Früchte sind Liebe, Freude, Friede. Die drei großen Themen der Mutter Gottes in Medjugorje. Wenn ein Herz den Heiligen Geist empfängt, dann erfährt er Liebe, dann wird er fähig zur Liebe. Und mit der Liebe kommt die Freude und mit der Freude kommt der Frieden im Herzen. Wie bekommen wir das? Zurück zu Gott, zurück zum Gebet, damit wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist das Hauptanliegen der Mutter Gottes. Denn sie selbst war vollkommen mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiß, wie schön das Leben ist, wenn man ganz im Heiligen Geist gebadet ist. Und als unsere Mutter will sie uns den Weg zeigen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Denn das
Leben eines Christen besteht darin, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. So kann man es wirklich zusammenfassen. Als Christ geht man einen beständigen Weg der Umkehr zurück zum Vater. Und das ist auch ein beständiger Weg des immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt Werdens. Und dann, was passiert dann, wenn wir den Heiligen Geist haben? Dann sagt sie, die Hoffnung wird in euch wachsen, auch auf eine bessere Zukunft. Ja? Also eine Hoffnung nicht nur auf das ewige Leben, was unsere hauptsächliche Hoffnung ist, aber auch eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft in dieser Welt. Und das ist etwas ganz Bezeichnendes und sozusagen ein Messstab, den die Mutter Gottes uns hier gibt, ob wir wirklich Menschen des Gebets sind, ob wir wirklich im Herrn verwurzelt sind. Denn mir fällt es immer wieder auf, wie viele Christen es gibt, die ständig beklagen, wie dunkel die Zukunft ist und keine Hoffnung auf die Zukunft mehr haben, ganz besonders in der jetzigen politischen Situation, wo wir Angst haben vor einem Weltkrieg, wo die politischen Zustände chaotisch sind. Selbst die Christen lassen sich von dieser Hoffnungslosigkeit der Welt anstecken. Und da müssen wir wahnsinnig vorsichtig sein, denn wer im Heiligen Geist lebt, ist ein Mensch der Hoffnung. Und wenn wir uns dabei erwischen, hoffnungslos zu sein, dann ist das tatsächlich Beichtmaterial, Umkehrmaterial und ein Indikator, dass ich vielleicht im Leben Dinge weglassen sollte, um mehr Raum für Gebet zu haben. Also wenn ich merke, ich bin ein hoffnungsloser Mensch geworden, dann sind die Indikationen stark, es sei denn, man hat klinische Depressionen, dann liegt das an Hormonen, ja, beziehungsweise an den Synapsen und den Transmittern, aber also an chemischen Prozessen im Körper, wollte ich sagen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nicht klinisch depressiv bin, das ist ein Kreuz für sich, und ich merke, ich bin ein negativer Mensch, der alles nur dunkel sieht, dann muss ich mich doch tatsächlich fragen, ob ich den Herrn und das Gebet und das Wort Gottes an die erste Stelle in meinem Leben gesetzt habe. Denn wer aus dem Wort Gottes lebt und im Heiligen Geist, bekommt das Geschenk der übernatürlichen Hoffnung geschenkt. Ja? Glaube, Liebe und Hoffnung sind ja übernatürliche Tugenden, die uns durch die Taufe geschenkt werden und die in dem Maße wachsen, wie ich ein Leben aus den Sakramenten und im Gebet führe. Das will die Mutter Gottes für uns, Menschen der Hoffnung zu sein, denn wir müssen diese Hoffnung als Christen in die Welt ausstrahlen. Und das Wort Gottes, das uns hier in der Hoffnung verwurzelt, ist Jeremia 29, Vers 11, wo der Herr sagt, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung schenken. Dann, wenn wir zu Menschen der Hoffnung werden, dann sagt Maria, werden wir auch zu Zeugen der Barmherzigkeit Gottes. Das sind ja die Apostel, ein Petrus, dem der Herr die schlimmst denkbare Sünde vergeben hat, nämlich den besten Freund zu verraten vor dem Feind. Zu sagen, ich kenne den nicht, und zwar dreimal und sich selbst verfluchend. Dieser Petrus begegnet dem Auferstandenen und versteht in der Tiefe, was es bedeutet, dass diese Sünde vergeben ist und dass der Herr ihm, obgleich er ihn verraten bzw. verleugnet hat, zum Hirten seiner Schafe macht. Das ist ein Mann, der die Barmherzigkeit Gottes im Tiefen seines Wesens erfahren hat. Eine Maria Magdalena, aus der Herr 7 Dämonen ausgetrieben hat, die der Tradition zufolge eine Prostituierte war, die hat die Barmherzigkeit Gottes so tief erfahren, dass sie zum Apostel der Barmherzigkeit Gottes wurde. Ich glaube, das große Problem von uns Christen heutzutage ist, dass wir nicht genügend Apostel der Barmherzigkeit Gottes haben, denn jeder, der wirklich die Vergebung Gottes am eigenen Fleisch erfahren hat, der kennt den Schmerz der Sünde und fühlt sich gedrängt, hinauszugehen und den Menschen zu sagen, fürchte dich nicht vor deiner Sünde, fürchte dich nicht vor deiner Gebrochenheit, die ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat die Barmherzigkeit Gottes. Und diese Barmherzigkeit ist so groß, dass der Herr schon für dich am Kreuz gestorben ist, deine Sünde ist schon vergeben. Du musst sie ihm nur schenken und er wird dir
als Antwort neues Leben schenken, und zwar sein eigenes auferstandenes Leben im Heiligen Geist. Gott will uns nicht anklagen, das macht der Teufel. Gott will uns nur seine Liebe schenken. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, und diesen Weg führt uns die Mutter Gottes hier auch in Medjugorje, die uns einlädt, so sehr regelmäßig zu beichten, nicht immer nur auf die Tatsache schauen, dass ich vielleicht jeden Monat das Gleiche beichten muss, sondern mich konzentrieren auf die Abgründe der göttlichen Barmherzigkeit, die diese Beichte als ein Bad der Wiedergeburt sozusagen uns schenkt, als eine monatliche Möglichkeit in der Liebe Gottes tiefer zu wachsen. Ich muss immer denken an die Schwester Faustina, der der Herr gesagt hat, wenn du fällst, dann gräme dich nicht in dem Moment, wo du merkst, ich bin gefallen, steh wieder auf, gib's dem Herrn und sei dir gewiss, du kriegst in der Beichte mehr Gnaden, als du durch deinen Sturz verloren hast. Also wenn ich aufrichtig bereue, kriege ich mehr Gnaden, als ich durch den Sturz verloren habe. Der Herr will uns immer, immer tiefer in das Geheimnis seiner Barmherzigkeit einführen und uns zu Zeugen seiner Barmherzigkeit machen. In und um uns herum. Darauf zählt die Mutter Gottes, und deswegen dankt sie uns, dass wir ihrem Ruf gefolgt sind. Beten wir miteinander, füreinander, dass wir wirklich Menschen der Hoffnung werden und dass wir die Gnade bekommen, die Barmherzigkeit Gottes so tief zu betrachten, zu kontemplieren, dass wir anderen Menschen davon künden können. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal, so Gott will.